Sie ist Boxweltmeisterin und außerdem seit Dancing Stars zumindest semi-professionelle Tänzerin. Das heißt, sie betreibt Sportarten, die sich derzeit mit einer höchst ungewissen Zukunft herumschlagen müssen. Darüber werden wir reden und auch über ihren aktuellen Alltag in der Corona-Krise. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat. Servus, Nicole Wesner. Ja, hallo, servus. Begrüße dich. Hallo, danke, dass du Zeit nimmst. Danke, dass wir plaudern dürfen über deinen Alltag, der vielleicht ein bisschen von Sorgen geprägt ist dieser Tage. Liege ich da sehr weit daneben mit meiner Einschätzung oder machst du dir schon Gedanken, wie es mit deinem Sport, mit dem Boxen weitergeht? Ja, also du hast ja gesagt, dass mein Leben besteht aus Kontaktsportarten. Also Priorität 1 natürlich Boxen, aber ich habe auch mit Tanzen angefangen und betreibe das eigentlich auch mittlerweile mit relativ viel Ehrgeiz und Leidenschaft. Und ja, es ist schwierig. Also momentan halte ich mich fit mit Fitnesstraining, also Laufen und Rudern und Krafttraining. Und ja, also Boxen, man kann Schattenboxen machen, aber der Sport lebt natürlich auch vom Kontakt. Ja, also ich habe die Erfahrung nach meiner letzten OP, ich habe ja meine Hand gebrochen und habe 3-4 Monate wirklich nur Fitnesstraining gemacht und habe sogar Boxen trainiert, aber eben nur mit einer Hand. Also habe 1:1 Trainings mit meinem Trainer gemacht und habe halt immer nur mit der linken Hand. Und dann habe ich angefangen im Jänner mich wieder mit Boxen zu beschäftigen, volles Programm, also Partnerübung und Sparring, und habe festgestellt, dass diese 3-4 Monate ich doch ziemlich lang gebraucht habe, um wieder aufzuarbeiten. Also ich habe im Jänner Vollgas gegeben, im Februar, und habe gesagt, okay, ich brauche eigentlich noch mal 1-2 Monate, um wieder annähernd an meine alte Form zu knüpfen. Und deswegen möchte ich gar nicht wissen, wie das jetzt wird, wenn wir, ich weiß es nicht, der Herr Kugler hat gesagt, Kampfsport im schlimmsten Fall könnte sogar möglich sein, dass wir erst Kampfsport wieder ausüben, wenn es einen Impfstoff gibt. Ja, also klingt jetzt alles gerade nicht so gut. Und hinzu kommt, dass ich sehe, dass im internationalen Bereich viele Sportler dennoch trainieren. Ja, also da werden Videos in Instagram gepostet, die aktuell sind. Also es gibt manche Länder wie in den USA, da gibt es anscheinend wenige harte Gesetze. Also aufgrund des auch trainieren heißt, sie trainieren mit Sparringpartner oder mit Trainer. Also genau, genau, man muss nur, also in der UFC zum Beispiel, im Mixed Martial Arts, also ist jetzt eine andere Sportart, aber ich habe in dem Gym 23, in dem ich trainiere, ist auch MMA also vertreten. Wir haben ja den Alexander Rakic, den du ja auch kennst, der ist meines Wissens nach die Nummer 11 in der Welt, hat er sich hart erkämpft, der hat eine große Zukunft vor sich. Die UFC in den USA startet wieder mit Events ab Mai. Und ja, und jetzt treten da halt amerikanische Sportler an und er verliert seine Rankingplätze. Er darf weder trainieren, noch darf er, also weder komplett trainieren, noch darf er reisen, noch darf er irgendwie antreten. Also es findet auch gerade ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung statt, muss man sagen. Ja. Also gibt es da Möglichkeit, das zu umgehen, oder gibt es da überhaupt irgendwelche Ansatzpunkte, damit man halbwegs für gleiche Bedingungen sorgt? Ja, ich denke mir mal, also jedes politische System ist ja anders, und ich denke mir mal, die einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich über Dachverbände irgendwie Regelungen zu finden, wobei die Dachverbände jetzt also auch nicht bei allen Sportarten viel Möglichkeiten haben. Also Mixed Martial Arts, über meinen Kollegen zu sprechen, da gibt es keinen zentralen Verband. Es gibt Interessensvertretungen, aber im Prinzip sind das alles kommerziell ausgerichtete Organisationen, und die UFC, die verdienen viel Geld und die machen da jetzt weiter, die lassen sich nicht aufhalten. Und es geht jetzt nicht nur um Kommerz, es ist natürlich auch im Sinne der Sportler, dass die alle auf sich aufpassen. Und das ist auch ein bisschen gerade dieser, man ist ja als Sportler immer im Wettbewerb. Und jetzt sehe ich irgendwo auch manche Länder, manche nicht. Manche Sportler trainieren verboten, andere halten sich dran. Und ich sehe da momentan auch ein bisschen, also eigentlich ist Sport das Messen von technisch-taktischen Fähigkeiten unter gleichen Voraussetzungen, und diese gleichen Voraussetzungen, die sind einfach nicht mehr vorhanden. Ja, also ich bin ein ganz großer Befürworter auch, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr nicht stattfinden. Also nächstes Jahr 2021 ist einfach zu früh, das ist total unrealistisch. Also frühestens 22, weil zum einen bringen die Sportler andere in Gefahr, weil sie vielleicht schon Kontakt haben. Also wie gesagt, Kontaktsportarten, Teamsportarten, die brauchen einfach andere Leute, damit sie ihren Sport ausüben. Sie bringen sich und die Umgebung in Gefahr. Und ja, es ist also angeblich gäbe es auch schon viele
Tote, und zwar meine Kleine, Verlaufsform, haben einfach zu früh wieder angefangen. Also ich finde es alles ein bisschen bedenklich. Ja. Okay, da gibt es natürlich verschiedene Theorien, wie sich das tatsächlich auswirkt mit dem Covid. Es gibt ja auch die Frage, ab wann misst man wirklich einen Covid-Toten und wann sagt man, er ist nur mit Covid gestorben. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Meine Frage wäre eher, worauf, weil so viel habe ich ja, meine ich zumindest behaupten zu dürfen, inzwischen auch verstanden vom Boxen, dass man ja immer auf einen bestimmten Event hin trainiert. In deinem Fall wäre das jetzt wieder ein WM-Kampf gewesen, der ist natürlich auch ins Wasser gefallen. Das heißt, worauf trainierst du aktuell hin, wenn es de facto keine Ziele gibt und man ja mehr oder weniger ins Blaue hinein trainieren muss? Ja, also es ist wirklich schwierig. Also ich glaube, Motivation ist sicherlich auch ein großes Thema in der Sportszene, dass man sich ständig neu motiviert, weil wenn man eigentlich überhaupt nicht weiß, wann man je wieder einen Wettkampf bestreiten kann, dann fällt es sicherlich vielen Sportlern auch schwierig, sich zu motivieren. Also ich versuche jetzt einfach immer nur an das nächste Ziel zu denken und sagen, okay, ich möchte jetzt ein gewisses Fitnesslevel in der Zeit erreichen, an meinem Körper arbeiten. Also es ist sicherlich wichtig, dass man auch in dieser Zeit mit Trainingsplänen arbeitet und auch mit seinem Sport, mit seinem Trainer viel in Kontakt ist. Weil wenn da jeder vor sich alleine rumwurschtelt, dann wird es wahrscheinlich mit der Motivation sehr schwierig werden. Ja? Also momentan, ja, also kann sich jeder fit halten, aber es geht halt auch nur bis zum begrenzten Maß. Ja? Wobei ich jetzt auch sagen muss, im Sport wird ja immer... Hörst du mich? Ja. Ja, wobei man auch sagen muss, im Sport wird immer über den Leistungssport gesprochen und man darf nicht vergessen, dass eigentlich die breite Masse, die auch den Sport mitunter finanziert und die auch eine Säule der Gesellschaft ist, ist der Breitensport. Ja? Und ich denke mir auch im Breitensport, also da gibt es sicherlich viel noch Optimierungsbedarf, auch was wirtschaftliche Faktoren betrifft. Also prinzipiell der Sport lebt von Trainern und von Vereinen und Organisationen. Ja. Und was oft vergessen wird, sind die vielen Trainer, die momentan kein Einkommen haben, also die irgendwie überhaupt nicht berücksichtigt werden. Die meisten Trainer können überhaupt nicht arbeiten momentan. Momentan schaut es so aus, dass für mich gibt es noch viel zu grobe Kriterien eigentlich. Also das heißt, Outdoor ist möglich, Indoor ist momentan, soviel ich weiß, bis 29. Mai noch gar nichts möglich. Und irgendwie werden auch alle Sportarten in einen Topf geworfen. Ich habe jetzt den Eindruck, ab Mai versuchen alle irgendwelche Outdoor-Workouts zu machen. Ich möchte nicht wissen, wie die Parks ausschauen ab dem 1. Mai oder ab heute, weil alle Clubs rausstürmen. Und es gibt sicherlich auch viele Sportarten, die nicht draußen trainieren müssen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Yoga-Zentren. Es gibt, glaube ich, ungefähr 500 Yogaschulen in Österreich. Das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Das sind Arbeitsplätze dahinter. Nach meinem persönlichen Empfinden kann man Yoga, ich bin auch zertifizierte Yogalehrerin, man kann durchaus Stundenbilder machen, in denen die Leute wenig schwitzen, also sanfte Übungen mit viel Dehncharakter, mit großem Sicherheitsabstand, dass die ganzen Yoga-Praktizierenden nicht in den Parks sein müssen. Also es werden alle Leute in die Parks stürmen und es gibt sicherlich Sportarten, da kann man individuell Lösungen finden. Aber gerade diese wirtschaftliche Komponente, die du ansprichst, ist ja schon auch eine zentrale und zwar vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, nämlich wie viele, die Frage mag ich gerne stellen, Boxsportler müssen denn aktuell wirklich um ihre Existenz bangen? Jetzt wage ich einmal zu behaupten, dass du wahrscheinlich nicht betroffen bist, weil du ja auch ein Marketing-Genie bist ein bisschen und dich zu verkaufen weißt, unter Anführungszeichen, und dich entsprechend gewappnet hast, nehme ich einmal an, für schwierige Zeiten. Aber wahrscheinlich, glaube ich, behaupten zu dürfen, geht es nicht allen Boxern, gerade in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, so gut wie dir rein finanziell. Ist das auch eine Existenzfrage inzwischen? Ja, also mich trifft es auch, muss ich sagen. Ich arbeite jetzt, ich habe mein Einkommen als Trainerin, ist jetzt, sagen wir mal, ein kleiner Bereich nur, aber ich arbeite zum Beispiel als Keynote-Speakerin und trete vor Unternehmen auf. Das sind dann meistens Events von Unternehmen mit mehreren hundert Leuten. Oft sind es Vertriebstagungen, in denen ich über Motivation und Change-Management rede und so weiter. Da hatte ich auch Aufträge, die alle gecancelt sind und das stellt auch eine wesentliche Säule in wie ich meinen Sport finanziere, dass ich überhaupt leben kann und meine Trainer bezahlen kann. Ja, die
Sportler, die verdienen, wie gesagt, ihr Geld eigentlich aus der Trainertätigkeit. Es gibt manche, die vielleicht einen normalen Job nachgehen und üben ihren Sport nach Feierabend aus. Aber sagen wir mal, die Leute, die wirklich wie ein Leistungssportler zweimal am Tag trainieren, die sind meistens Trainer. Und das fällt eigentlich jetzt weg, weil du versuchst ja als Trainer, machst du in der Regel Schlagschule und hältst die Hände auf. Und dann, also ob das jetzt Leute aus dem Gesundheitsbereich sind, die Boxen lernen wollen oder dass Sportler, andere Leistungssportler trainieren, man hat schon einen Kontakt. Ja, das ist natürlich jetzt, den meisten Kollegen, denen geht es gerade nicht so gut. Ja. Also sie werden wohl vom AMS dann leben, gehe ich davon aus. Ja. Ich mag versuchen, das Gespräch ein bisschen aufzulockern, wenngleich ich mich eh gleich wieder dabei ertappe, wie wir in der Corona-Falle gefangen sind sozusagen, indem ich auf dein zweites Steckenpferd dieser Tage zu sprechen komme, nämlich auf das Tanzen. Wir wissen ja, Nicole Wesner hat sehr erfolgreich die Dancing Stars Staffel X, weiß ich jetzt gar nicht, absolviert, auswendig. Was macht denn die Tanzkarriere in der Zwischenzeit, beziehungsweise was würde sie jetzt machen, gäbe es Corona? Ja, prinzipiell habe ich die ganze Zeit trainiert. Also ich kann natürlich im Tanzen nicht so viel trainieren, weil Boxen ganz klar meine Priorität 1 ist. Aber ich habe meistens schon so dreimal die Woche trainiert. Dann habe ich noch Ballett im Performing Center Austria in Wien noch zusätzlich gemacht. Also ich habe schon 3 bis 4 Mal die Woche mich mit Tanzen beschäftigt. Und eigentlich hätte ich vorgehabt, demnächst ein Turnier anzutreten. Ich habe schon so ein kleines Vorturnier mal gestartet letztes Jahr und wollte jetzt eine Karriere im Lateintanz starten, mit meinem Freund übrigens zusammen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch flach fallen. Ja? Wobei, sagen wir mal, im Tanzen ist es ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Tanzrichtung an. Ja? Also zum Beispiel, ich weiß jetzt vom Tanzsport, dass der Verband, der österreichische Tanzsportverband, versucht mit der Dachorganisation und mit der Politik möglich zu machen, dass Training schon möglich ist. Also weil es gibt im Tanzen schon viel Technik, die man auch ohne Partner üben kann. Ja? Und ich hoffe, dass es da einigen gibt. Prinzipiell muss ich halt sagen, das ist überhaupt meine Beobachtung, dass Sport momentan einfach zu generisch in einen Topf geworfen wird. Also momentan ist es Sport und ganz grobe Richtlinien, Outdoor möglich, Indoor nicht. Und ich denke mir, und das ist eigentlich ein bisschen das Thema im Sport, es gibt keinen, der Sport ist sehr unterschiedlich, jede Sportart ist unterschiedlich und selbst Kampfsport ist jede Sportart unterschiedlich und auch Tanzen und es wird alles viel zu generisch in einen Topf geworfen und man müsste wirklich sich alles Schritt für Schritt anschauen. Also jetzt mal kurz nochmal über das Boxen gesprochen. Ich habe das Glück, dass ich im größten Kampfsportzentrum Österreichs bin. Wir haben über 2000 Quadratmeter, eine Riesenfläche. Wir könnten locker die 20 Quadratmeter pro Person einhalten. Trotzdem dürfen wir momentan unseren Sport nicht anbieten, obwohl wir ganz einfach alle Sicherheitsbestimmungen im Gym 23 erfüllen könnten. Und im Tanzen, wie gesagt, ich mache noch Ballett im Performing Center. Das ist, also ich möchte nicht wissen, wie es denen jetzt gerade geht, weil die bieten alle möglichen Tanzrichtungen an, Ballett und Hip-Hop und zeitgenössisch und eine Musical-Ausbildung. Da findet der ganze Betrieb liegt gerade brav. Obwohl manche Sachen durchaus funktionieren würde. Also ich mache selbst Ballett, also da wird wenig Schweiß vergossen. Man braucht da auch keinen Abstand von 20 Quadratmetern. Also da würde meiner Meinung nach, wenn wir im Supermarkt alle nur einen Abstand von 1 Meter halten dürfen, also so viel anders, dass mehr Schwitzen tut man in einer Anfängerklasse Ballett auch nicht. Ja. Also ich denke einfach, dass insgesamt im Sport es gibt leider keine Gewerkschaft für den Sport und es gibt so viele verschiedene Sportarten. Also man braucht einfach ein differenziertes Bild auf alle möglichen Sportarten, um da individuelle Lösungen zu finden. Man darf nicht vergessen, dass Sport ein riesen Wirtschaftsfaktor ist. Also nur über meinen Club Gym 23 zu sprechen, ich weiß nicht die Mitarbeiteranzahl, aber wenn ich mir jetzt alle Trainer und Rezeptionisten, dann sind es auch Arbeitsplätze sicherlich im Bereich 30, 40, wenn nicht sogar 50 Arbeitsplätze. Ja? Also das ist schon, darf man auch nicht vergessen, die Arbeitsplätze, die dahinter stehen. Also du wärst dafür, dass Boxtraining ab sofort wieder möglich wäre, wenn man das sehr vereinfacht auf den Punkt bringt? Ja, man, also natürlich ohne Kontakt. Man muss natürlich schon die Sicherheitsbedenken, man muss alle Sicherheitskriterien erfüllen, ja, mit Abstand. 20 Quadratmeter ist jetzt die Frage. Also ich denke, es kommt auch immer darauf an, wie viel wird da geschwitzt und wie spritzt irgendwie der Schweiß durch die Gegend.
Aber wie auch immer, also ich denke mir mal, wenn Abstandsregelungen und Desinfektionsmaßnahmen und auch es die Umkleidekabine hergeben, also allgemein, wenn der Betrieb es möglich macht, dass man im Prinzip genauso sicher sich bewegen kann, als wenn man draußen im Supermarkt oder auf der Straße ist, dann sollte das alles möglich sein. Ja. Jetzt fällt mir noch ein Aspekt zu Olympia ein, weil du den auch angesprochen hast. Deine Meinung ist ja, 2021 kommt zu früh. Laut jüngsten IOC-Informationen sollen die Spiele allerdings entweder 2021 oder gar nicht stattfinden. Also eine nochmalige Verschiebung soll es offenbar nicht geben. Das ist zumindest die aktuelle Version, die mir bekannt ist, weil so klar scheint es ja tatsächlich nicht zu sein, ob 2021 die Spiele ausgetragen werden. Warum sollen die Spiele 2022 nicht stattfinden? Weil es dann offenbar logistisch ein zu großes Problem werden würde, wenn man es noch einmal verschiebt. Und dann hätten wir außerdem schon wieder die Sommerspiele und schon wieder eine Fußball-WM. Also womöglich wird sich dann alles überschlagen im Sport. Ja, das dürften die Argumente. Aha, okay. Ja, das also dazu. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, die unangenehmsten Fragen immer am Schluss zu stellen. So auch in diesem Fall. Ich weiß eh, du kannst mit der Frage wenig anfangen, vollkommen zurecht, weil du ja unter Beweis stellst, dass irgendwie alle Altersgrenzen von dir gesprengt werden, zumindest was Topsport angeht. Trotzdem haben wir ja jetzt gerade erörtert, dass man überhaupt nicht schlüssig vorhersagen kann, wann es wieder Boxsport auf Profi- und Wettkampfniveau geben wird. Sollte sich das ziehen, zumindest nächstes oder auch ins übernächste Jahr hinein, hast du dann Hand aufs Herz auch schon einmal das Schlagwort Karriereende in den Mund genommen, zumindest hinter vorgehaltener Hand? Ja, du sprichst einen guten Punkt an, nicht für mich, sondern insgesamt für den Sport. Also ich für mich werde definitiv nicht aufhören, also weil für mich das Alter sowieso nie ein Thema ist. Also ich habe mich mit vielen Spitzensportlern beschäftigt, die im hohen Alter noch Top-Leistung gebracht haben im Boxen. Großer Name ist Bernard Hopkins, der noch mit 52 geboxt hat und bis 48, 49 absolute Weltspitze geboxt hat. Von daher weiß ich, dass es möglich ist und es war immer mein Ziel. Ich habe das immer im Auge gehabt und habe auch so wie ich mein Leben führe, wie ich mich ernähre und wie ich mein Training gestalte, immer im Hinterkopf viele Jahre zu boxen. Also von daher, für mich trifft es jetzt nicht zu, ja. Also ich werde sicherlich Lösungen finden. Ich muss schauen, dass ich mich immer wieder neu motiviere. Ich werde immer fit bleiben. Ich kann mein Leben ohne Sport auch gar nicht mehr vorstellen. Aber du sprichst einen guten Punkt an. Also es kann natürlich schon sein, dass aus insgesamt viele Sportler natürlich ans Aufhören denken. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass dann, wenn es zu lange dauert, also das alles nicht so einfach ist. Also von daher muss ich sagen, diese ganze prekäre Situation im Sport, die fast gar nicht thematisiert wird momentan, weder medial noch von der Regierung, muss man schon sagen, also dass diese ganze Corona-Krise Auswirkungen auf den Leistungssport hat. Und Sport ist eine wichtige Säule in der Gesellschaft. Ja, also die Leute sollen sich gesund halten und es ist wirklich auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Und ich glaube, da muss man auch nochmal genauer hinschauen. Es sind wirklich auch viele Arbeitsplätze damit verbunden. Und von daher denke ich, würde ich mir wünschen, wenn man den Sport ernst nimmt, sich viele individuelle Lösungen trifft. Man muss sich wirklich wahrscheinlich mit jeder Sportart einzeln auseinandersetzen. Man kann Yoga nicht in denselben Topf werfen wie, sagen wir mal, Boxsport. Also man muss da einfach schauen, wie man das alles lösen kann. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie ab morgen jetzt die Wiesen aussehen, jetzt hier in Wien oder in Österreich, ja. wie die ganzen Vereine das alles lösen werden. Nicole, ich wünsche dir nicht ganz uneigennützig, mag ich dazu sagen, dass du bald wieder deinem geliebten Sport nachgehen kannst und dass das Sportgeschehen bald wieder auf Normaltemperatur oder auf Normalbetrieb funktioniert, weil daran natürlich auch mein Arbeitsplatz hängt. Also ich hoffe, dass ich dich bald wieder interviewen darf, wenn es um Wettkampftechnisches geht. Herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Hoffentlich läuft man sich bald wieder physisch über den Weg. Danke für deine Zeit. Danke für das Interview. Bis bald. Danke, ciao. Ja, ciao.